Sie war auf dem Red Carpet, sie war auch da und ja, sie ebenfalls. Ist das etwa eine Art Klassentreffen für ehemalige GNTM-Teilnehmerinnen ohne Modelmama Heidi? Nicht ganz. Lena Gerke, Stefanie Giesinger und Co. sind allesamt Gäste der Glamour Women of the Year Awards in Berlin. Die allererste Topmodel-Gewinnerin, Lena Gerke, zeigt sich in einem eleganten Schwarzen mit faszinierender Raffung, das viel Bein zeigt. Stefanie Giesinger, Siegerin der GNTM-Staffel 2014, macht es ihr nach und betritt ebenfalls in Schwarz den roten Teppich. Allerdings in einem edlen Lederkleid, das zwar einen Schlitz hat, aber nicht ganz so viel Haut zeigt. Auch Soline Omar, Finalistin aus dem Jahr 2021, setzt auf All Black. Ihr schwarzer Hosenanzug zaubert eine eindrucksvolle Silhouette. Zwar nicht in Schwarz, dafür in samtigem Dunkelgrün schimmert auch Mindy Borg, Zweitplatzierte in Staffel 4. Was für ein Outfit und was für eine Erscheinung. Aber das gewagteste aller Outfits trägt an diesem Abend sie. Kim Nizdo, Gewinnerin in 2016, erscheint in einem transparent schimmernden Hauch von nichts. Dazu roter Lippenstift und sexy Stiefel. Für dieses Outfit bekommt die 27-Jährige sicher viel Lob von ihren GNTM-Kolleginnen.